Ja, hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Projekt, nämlich Mass Effect 2, wie man sieht. Erstmal so als Info, ich werde wahrscheinlich den zweiten und dritten Teil Let's Playen. Den ersten Teil nicht, weil ich den nur auf Englisch habe und ja, sollen ja irgendwie deutsche Let's Plays werden. Und auch, weil die Grafik nicht mehr die allerneueste ist, ist allerdings nicht so wichtig, die Grafik. Ja, ich finde so allgemein, die Mass Effect 3 ist wirklich sehr gelungen. Auch wenn viele sagen, irgendwie vom dritten Teil, das Ende wäre so blöd oder so. Ja, ich würde einfach mal sagen, ein neues Spiel anfangen. Und man sieht auch, man sieht bzw. hört auch, dass BioWare sich hier Mühe gegeben hat, finde ich zumindest. Weil allein schon, wenn man die Musik sich anhört im Startmenü, also wenn das Spiel noch nicht gestartet hat, da das Auto-Start-Dingens oder im Menü, wenn man noch nichts gedrückt hat. Ich finde die Musik einfach sehr geil. Und ja, die Story ist auch sehr gelungen, finde ich. Und ja, ich würde sagen, einfach mal den Start. Und da werde ich jetzt leise sein. Shepard hat alles richtig gemacht. Er hat alle unsere Hoffnungen übertroffen. Die Citadel zu retten und den Rat dem Tod zu überlassen. Die Position der Menschheit in der Galaxie ist so stark wie nie zuvor. Und trotzdem reicht es nicht aus. Menschen kontrollieren zwar den Rat, aber unsere größte Hoffnung bleibt Shepard. Aber sie lassen ihn Geth bekämpfen. Geth. Wir beide wissen, die sind nicht die wahre Bedrohung. Die Reaper sind immer noch da draußen. Und es ist unsere Aufgabe, sie aufzuhalten. Der Rat wird Cerberus niemals vertrauen und darum auch nicht unsere Hilfe annehmen. Und das nach allem, was die Menschheit bisher erreicht hat. Aber Shepard, ihm werden sie folgen. Er ist ein Held, ein verdammtes Idol. Aber er ist nur ein einzelner Mann. Verlieren wir Shepard, geht vielleicht die ganze Menschheit unter. Dann sorgen Sie dafür, dass wir ihn nicht verlieren. Im Jahre 2183 erfolgte ein vernichtender Angriff auf die galaktische Gemeinschaft. Eine Armee synthetischer Geths bestürmte die Raumstation Citadel, um ein Portal für die Reaper zu öffnen. Gewaltige Maschinen, die... ja, ich wollte das eigentlich jetzt vorlesen. Schalte ÜLG-Antriebe ab. Emissionsspeicher aktiv. Grünes Licht, wir sind im Tarnmodus. Wir verschwenden unsere Zeit. Seit 4 Tagen durchkämmen wir diesen Sektor und noch kein einziges Zeichen von Geth-Aktivität. 3 Schiffe sind hier während des letzten Monats verschwunden. Irgendwas muss mit ihnen passiert sein. Ich tippe auf Sklavenhändler. Im Terminus-System wimmelt's von denen. Empfange etwas auf dem Langstreckenscanner. Unidentifiziertes Schiff. Sieht aus wie ein Kreuzer. Passt zu keiner bekannten Signatur. Kreuzer ändert Kurs. Befindet sich auf Abfangkurs. Das kann nicht sein. Unsere Tarnsysteme sind aktiviert. Es ist völlig unmöglich, dass ein Geth... Es sind nicht die Geth. Festhalten! Ausfallmanöver! Waffen offline! Löscht mal das Feuer!
Warnsignal bereit zum Start. Wird die Allianz rechtzeitig hier sein? Die Allianz wird uns nicht im Stich lassen. Wir müssen nur durchhalten. Alle in die Rettungsshuttles. Joker ist immer noch im Kopf. Er will das Schiff nicht verlassen. Ich werde auch nicht gehen. Ab in die Shuttles! Ich hole Jokers Hintern persönlich hier raus. Commander! Raus hier, verdammt! Ja, und da sind wir nun. Ins Scout-Gebiet. Man sieht auch... Mayday, hier ist die SSV Normandy! Ja. Man wird direkt ins kalte Wasser geworfen. Sozusagen. Und man hat auch schon gesehen, es ist eine Mischung aus Shooter und... ja, quasi RPG, sowas in der in die Richtung. Von einem unbekannten Feind schwer beschädigt. Jetzt halt mal die Klappe. Man kann die Geschichte da ein bisschen mitbestimmen. So Feinheiten, die dann passieren. Und es ist aber trotzdem ein Shooter und ja, das finde ich eigentlich ein interessantes Konzept. Und ich finde es auch total geil, wie die das dann alles realisiert haben. Und ich glaube, das ist auch das, was Mass Effect so ausmacht. So, wohin geht's denn jetzt? Da lang. Gut. Komm schon, Baby, halte durch, halte durch! Und hier eigentlich wirklich schöne Animationen. Finde ich zumindest. Was das ist, weiß ich allerdings auch nicht. Achso, ein Hologramm. Okay, ja. Sehr liebevolle Details hier. Und ja, ich finde das... wo war das? Oh, da hinten ist er. Man sieht es ein bisschen vorher schon. So, und gleich zu dem Joker rein. Kommen Sie, Joker! Wir müssen hier raus! Nein, ich lasse die Normandy nicht im Stich! Ich kann sie immer noch retten! Die Normandy ist verloren. Wir müssen aber nicht gemeinsam untergehen. Ja, okay. Helfen Sie mir auf. Sie kommen beim weiteren Angriff zurück! Thank you.
Mass Effect 2. Commander Shepard wurde geborgen. Das Lazarus-Projekt läuft wie geplant weiter.